Moin moin und damit willkommen zu einem Spezial. Wir schauen uns heute gemeinsam mal die Zusatzmaterialien an, die man für Hexen 1733 erwerben kann. Das Ganze gibt es auf der PDF-Shop-Seite von Ulysses, einfach über Drive-Thru. Ich habe das unten verlinkt, wenn euch das interessieren sollte. Ja, wir gucken mal in die Jägerbögen rein und zwar ist das jetzt hier der ausfüllbare. Den werde ich auch gleich nochmal wieder zeigen. Hier ist das Ganze eben auch nochmal in einer Variante, die ja nicht ausfüllbar ist. Das kann man natürlich einfach so mal wegdrücken. Dieses zusätzliche Material mit den ausfüllbaren Sachen, das kostet immer ein bisschen Arbeit. Ich bin der Meinung, das ist eine ja, Zusatzleistung, die ja, ich glaube, Eisenkessel gemacht hat, wenn ich richtig informiert bin. Ansonsten kann ich gerne korrigiert werden. Also das heißt, normalerweise würde dieser Jägerbogen als PDF so vorliegen und das müsste man sich dann eben ausdrucken und ausfüllen. Damit kann man natürlich nicht arbeiten. Es gibt auch noch eine druckerfreundliche Variante, wo dann eben dieser grüne Hintergrund entfernt worden ist. Und auch hier könnt ihr dann wieder sehen, das ist dann jetzt eben schon wieder der erweiterte, wo man dann reinschreiben kann. Aber weil das eben jetzt hier online die hübschere Variante ist, werde ich das einfach mal hier zeigen. Ja, ich glaube, ein Charakterbogen sollte gar nicht jetzt so sehr spannend sein, aber ich finde es eben besonders schön, wenn man dann sowas wie Name und Profession schon mal reinschreiben kann oder auch Motivation oder Vorteile. Wenn sich das eben nicht ändert, dann kann man das eben reinschreiben mit, ja, ich weiß nicht, Computerschrift, Arial oder was auch immer man da benutzt, oder Times New Roman, wenn man es eben ausdruckt oder nicht im Computer liest. Das ändert sich ja nicht, der Name bleibt hier der gleiche. Und man kann da natürlich auch sowas wie Fertigkeiten eintragen, die Fertigkeitswerte und die Attribute, wobei ich da dann eher mit dem Bleistift reinschreiben würde, vor allem weil sich diese Werte eben auch ändern können. Deswegen würde ich da dann eben darauf verzichten, wenn man sich sowas ausdrucken möchte. Aber in der Online-Variante ist das natürlich sehr viel besser, wenn man einfach kurz reinklicken kann und dann den neuen Wert drauf schreibt. Und ja, ich finde das, wie gesagt, ziemlich schick. Man kann dann eben auch die Stufen auf der nächsten Seite, kann man sich einfach reinklicken, äußerer Schaden Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder dass man eine Panzerung hat, dass man einen Panzerwert 1, 2, 3 hat. Da kann man dann eben auch nochmal, wenn man die Rüstung ausgezogen hat, das Kreuzchen wegnehmen oder man kann sich Pufferlebenspunkte aufschreiben, wenn man dann über die entsprechenden Sonderfertigkeiten verfügt, dass man über Puffer LEP verfügt. Das finde ich eben ziemlich cool. Auch die Zustände können einfach rein und rausgeklickt werden. Vor allem steht dann eben auch noch drin, welche Nebeneffekte dann auftreten und auch wie man sowas abbaut. Also hier ganz großes Kino, muss ich sagen. Dieser Jägerbogen gefällt mir sehr gut. Porträts kann man natürlich auch nochmal da irgendwie draufkleben, wenn man das möchte. Ja, und hier auch nochmal die zweite Seite, beziehungsweise die dritte und vierte Seite. Auch da könnte man dann sein Besitztum reinschreiben, irgendwelche Kampfsonderfertigkeiten, mit welcher Waffe man kämpft und wie viele Punkte das dann kostet, wenn man damit angreift, wenn man damit pariert. Ja, das kennt man, glaube ich, auch schon aus dem Schnellstarter, wenn man ihn denn gespielt hat. Da hat sich nicht wirklich so viel verändert. Da war das ja alles ein bisschen kleiner und hier kann man dann eben seine Jägerkräfte auch noch dazu schreiben, gerade wenn man dann eben Kampagnen spielt und nicht nur Schnellstarter, sondern man dann eben auch Erfahrungspunkte bekommt, mit denen man dann leveln kann, dann verändert sich das hier eben deutlich und da dann eben, wie gesagt, die ganzen Effekte dazu schreiben. Ich finde das für einen Charakterbogen auf vier Seiten echt gut gelöst, finde ich hübsch. Empfehlung geht raus. Ja, oben links und rechts in der Ecke kann man jetzt noch so Drucker-Schwärze erkennen, beziehungsweise eine Farbpalette. Und ich weiß nicht genau, ob das in der endgültigen PDF-Variante eigentlich drin sein sollte. Ich vermute mal nein. Ich vermute mal, das wird dann nochmal in der nächsten Zukunft verbessert, wenn das PDF aktualisiert wird von diesem Stanzbogen. Dann könnte man ja diese Ränder wegnehmen, das ist eigentlich nur eine Druckerschablone. Ja, was man hier machen kann, das kann man sich natürlich auch ausdrucken. Da macht dann die farblose Variante nicht so viel Sinn. Wenn man das dann eben gekauft hat als Hardcover, diese Box, dann kann man sich das einfach rausdrücken. Das sind dann, wie gesagt, Stanzbögen. Da drückt man da einfach diese Token raus und kann man die einfach schieben. Für mich im Online-Bereich ist das ganz besonders toll, weil ich einfach mit der Maus draufklicken kann und kann dann mit Steuerung C, Steuerung V diesen Token dann bei Photoshop reinkopieren und habe dann direkt meinen Token als PNG vorliegen und kann dann eben direkt diese Token benutzen. Das ist richtig gut gemacht. Also mir gefällt das zumindest, dass ich mir die dann eben direkt so rauskopieren kann.
Ja, was wir denn hier sehen, ist die Innenseite vom Spielleiterschirm, vom ja, Meisterschirm, wenn man so möchte, vom Hexenmeisterschirm. Und ja, auf der anderen Seite könnte man dann eben noch erkennen, gut, das eine seht ihr jetzt hier, auf der anderen Seite könnte man dann noch sehen, wie man NSCs führt, dass man da meistens die offensiv einsetzen könnte, damit die dann eben nicht parieren oder so, damit das eben alles Zeit spart. Oder eben auch, wie man defensive Gegner einsetzt, dass sie dann zweimal parieren oder so. Wie man dann mächtige Allrounder einsetzt, also wenn es dann eben keine normalen Zombies oder Skelette sind, sondern eben stärkere Gegner, die dann auch namhaft sind, oder auch wie man spontan NPCs erschafft, welche typischen Berufe die dann haben, je nachdem welcher Art die dann angehören, ob das ein Gesindel ist, ob das Bedienstete sind oder Handwerker, oder wenn man ein Gelehrter ist, also wenn man nach einem Gelehrten sucht, welchen Beruf die dann haben könnten, weil man ist natürlich nicht nur einfach Gelehrter, sondern man ist dann Alchemist oder Arzt oder Philosoph, und da könnte man dann auch noch einmal ein paar Beispielnamen sich raussuchen. Also da finde ich echt gut gelöst, dass man da dann ganz, ganz schnell sowas wie einen deutschen Vornamen findet oder einen französischen Vornamen, männlich und weiblich sortiert oder auch Nachnamen. Und das geht dann nämlich auch noch weiter für die Spanier oder Portugiesen, für Niederländer. Die Tabelle mag zwar relativ schnell aufgebraucht sein, wenn man dann irgendwann mal genug improvisiert hat. Aber für den Anfang finde ich das auf alle Fälle ziemlich gut. Und da kommt man dann relativ schnell rein, wenn man diesen Spielleiterschirm vor sich ja, liegen hat. Auf der einen Seite, das sind wie gesagt der zweite Teil, der dann auf der rechten Seite steht. Das, was ich euch jetzt hier zeige, ist dann der linke Teil. Wenn man den also aufgestellt hat, steht er dann links von euch. Und da sind dann eben nochmal die Kampfregeln erklärt, die Zustände, also alles, was man eigentlich braucht. Und wenn ich eben neu bin in dem Spiel und ja, dann nicht genau weiß, wie das mit den Regeln ist, muss ich eben nicht nochmal in einem riesigen Grundregelwerk blättern, sondern kann dann relativ fix mal mit dem Finger über diesen Hexenmeisterschirm blicken und bin dann sehr, sehr schnell da, wo ich sein möchte. Gut strukturiert. Ja, womit Ulysses in letzter Zeit ja relativ häufig arbeitet, sind die Karten. Und da folgt auch gleich noch ein weiteres Beispiel. Das jetzt hier sind erstmal die Jägerkarten. Ja, da sind dann verschiedene Regelübersichten drauf. Man kann sich das hier zum Beispiel ansehen auf der rechten Seite. Übersicht Gifte. Das ist dann so eine kleine Karte, die ist doppelseitig bedruckt. Und das macht hier in dieser PDF, macht das natürlich nicht so sehr viel Sinn. Aber wenn das eben als Karte vor mir ausgedruckt liegt, dann haben wir auf der linken Seite die Vorderseite der Karte und auf der rechten Seite die ganzen Werte jetzt für diesen Waldgötzen, dann ist das auf alle Fälle sehr, sehr sinnvoll. Zumindest finde ich das. Ich bin selber, wie gesagt, nicht so sehr der Freund von diesen Zusatzmaterialien, von diesen Karten. Das kann man dann eben auch für Schätze machen. Wenn man dann irgendwie Schätze hat, dann ist die eine Seite eben bedruckt als Truhenkarte oder eben auch tatsächlich das Bild von dem Schatz, was man dann da bekommt, ob das dann Edelsteine sind oder so. Und auf der Rückseite dann, ja, Werte für so einen Schatz braucht man wohl nicht, aber vielleicht dann eben eine anders bedruckte farbige Karte. Aber wie gesagt, wenn man so einen Gegner hat oder so, dann kann man sich einen kleinen Stapel machen. Nehmen wir an, ich bin dann verabredet, bin dann der Spielleiter und muss diese Runde vorbereiten. Dann kann ich mir einen kleinen Stapel machen mit den 5 oder 6 Gegnern, die ich jetzt brauche, suche mir die dann zu Hause raus und nehme dann nur diese 5 Karten mit. Und dann muss ich nicht im Abenteuer blättern, um dann die Werte zu suchen, sondern habe dann vor mir nur diese eine Karte liegen. Ich brauche selber wohl dieses Bild nicht und kann mir das dann auch an den Spielleiterschirm klemmen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Nimmt man so eine kleine Büroklammer, dann kommt das Bild von diesem Waldgötzen mit der Borkenhaut, kommt dann nach außen, damit die Spieler eben diese Borkenhaut erkennen, diesen Waldgötzen. Und auf meiner Seite, auf der Rückseite der Karte, würde dann eben der ganze Werteblock auftauchen. Das ist eine ganz coole Variante. Da muss man natürlich, ja, müsste man sich eben dann so drum bemühen. Aber wenn das eben in so einem großen Bundle drin ist, als PDF, wie gesagt, ist es nicht sinnvoll. Ja, dann zeige ich euch hier einfach nochmal eine weitere Karte vom Kettenrassler. Einfach weil das auch nochmal ein ziemlich gutes Bild ist. Hat auch wieder so sein typisches Zitat. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten Magic-Karten. Die hatten auch immer ein Zitat drin. Unten auf der Unterseite kann man dann noch sehen, von welchem Künstler das gezeichnet worden ist.
Das, wen das interessiert, der kann sich da dann eben auch nochmal bei dem Künstler umsehen, was der sonst noch so gezeichnet hat. Aber ja, ganz generell meine Empfehlung hier in der PDF-Variante nicht sinnvoll, nein, überhaupt nicht. Aber als Karten kann man damit gut arbeiten am Tisch, wenn man eine Büroklammer nimmt und das dann eben da dran pappt. Gut, das war es erstmal von meiner Seite aus mit der Betrachtung der Zusatzmaterialien. Sowas wie der ausfüllbare Charakterbogen am Anfang, das ist natürlich super sinnvoll, gerade auch im Online-Bereich. Da gab es auch noch eine Variante für die druckerfreundliche Variante für den Tisch, das ist eben ziemlich gut mitgedacht. Und naja, dieses Zusatzmaterialien mit den Token, das macht keinen Sinn, dass ich mir das ausdrucke, aber wenn ich das dann eben direkt ja, mir da rauskopieren kann, wenn ich online spielen möchte, das ist super sinnvoll für mich. Macht nicht jeder von denjenigen, die sich jetzt diese Hexensachen dann auch als PDF geholt haben. Nicht jeder spielt online, viele bereiten dann auch nur vor online oder lesen, aber selber spielen tun sie nicht. Für die ist das vielleicht auch nicht gar nicht so sinnvoll. Also für all diejenigen, die am Tisch spielen, die brauchen dann natürlich dann die Stands. Bögen die richtigen. Ja, und zu den Karten habe ich meine Meinung jetzt auch schon gesagt. Das macht kartentechnisch am Tisch Sinn, aber ausdrucken wird sich das hier keiner, vor allem weil man dann doppelseitig drucken müsste und das kann auch nicht jeder Drucker. Müsste man dann sehr umständlich ja, sich da was überlegen, wie man das hinbekommt. Aber gut, das war's mit der Betrachtung der Materialien. Eine Bewertung selber werde ich nicht geben. Ich habe einfach nur mal vorgestellt, was da so alles drin ist. Ich habe ein paar Seiten gezeigt. Gut, das war's. Bis dann. Ciao. Bin fertig.